das Bärenherz Kinderhospiz in Wiesbaden. Dort besuchen wir Emily und ihre Mama Manuela. Denn Emily ist schwer krank. Das Gehirn der 13-Jährigen ist wegen eines Gendefekts nicht vollständig ausgebildet. Deshalb ist sie blind und schwerst behindert. Ins Hospiz kommt das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter seit mehr als 10 Jahren. Damals war es für mich ein sehr schwieriger Schritt gewesen, erst einmal, weil Kinderhospiz war auch für mich tot. Kein Lachen, gar nichts. Und dann bin ich erste Male drüben im Haus gewesen, noch im alten Haus. Ja, und dann haben wir eigentlich erlebt, was Leben bedeutet, auch mit einem besonderen Kind wie Emily. Und es ist sehr schön. Also ich glaube, ich kann für alle Eltern sprechen, für alle Bärenherzeltern. Sie sind eigentlich sehr dankbar, wenn auf dem Pflegepersonal, überhaupt der Betreuung. Also weil alle, egal mit welchen Elternteil man gesprochen hat, wir sind alle nur glücklich, dass wir hier sein dürfen und wir sehen das als Geschenk an. Bis zu 9 Kinder können gleichzeitig im Kinderhospiz betreut und gepflegt werden. Das Bärenherz entlastet die Eltern, wenn sie eine Auszeit brauchen und gibt ihnen einen Raum in schweren Zeiten. Das ist unser Familienzimmer, also wir nennen es Familienzimmer. Da können die Eltern hier mit wohnen, mit dem Kind zusammen wohnen. Eltern können hier schlafen beim Kind und genau, können das Kind mit versorgen, soweit sie das möchten, oder die Versorgung, die Pflege uns überlassen. Das ist auch ein Zimmer, wo die Eltern von ihrem Kind Abschied nehmen können. Das heißt, das verstorbene Kind ist hier im Zimmer. Die Eltern können mit dabei bleiben, können sich ganz viel Zeit für das Kind nehmen und sind einfach nah beim Kind. Für die Zeit ihrer Aufenthalte im Bärenherz werden die Kinder nicht nur von Pflegern, sondern auch von Pädagogen betreut. Also als Pädagogen kümmern wir uns darum, dass die Kinder über die Pflege hinaus einfach am Alltag teilnehmen und mit allen Sinnen verschiedene Dinge erfahren können, wie jetzt zum Beispiel während der Weihnachtszeit, dass wir auch einen Adventskalender haben, dass wir Weihnachtslieder singen, verschiedene Dinge befühlen, wie zum Beispiel unsere Krippe mit den Filzfiguren. Manche Kinder können ja nicht sehen, da geht es dann eher darum, das anders haptisch zum Beispiel oder durch einen Geruch den Kindern zugänglich zu machen. Und auch schwerstkranke Kinder haben genau die gleichen Bedürfnisse wie gesunde Kinder und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir hier auch pädagogische Angebote machen für die Kinder. Die Kosten für die intensive Betreuung der Kinder sind hoch. Nur einen Teil davon bezahlen die Krankenkassen. Spenden an die Bärenherzstiftung sind für den Hospizbetrieb daher überlebenswichtig. Das weiß auch die Leiterin der Einrichtung, Magdalene Schmidt. Wenn wir mit so schwerstkranken, lebensverkürzend erkrankten Kindern arbeiten, dann ist das Kind betroffen, aber gleichzeitig die ganze Familie. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn es Eltern nicht gut geht, wenn Eltern am Rand sind mit ihrer Kraft, wenn Geschwister darunter leiden, dass sich vielleicht alles um das erkrankte Kind, was selbstverständlich ist, dreht und Familie nicht mehr viel Raum für sich hat, dass dann eigentlich es sich auf alle auswirkt, auch auf das erkrankte Kind. Von daher arbeiten wir immer mit ganzen Familien. Wir haben ein Angebot für das erkrankte Kind, aber eben auch für die Eltern, die Geschwister, Großeltern sind manchmal hier. Und das ist nicht alles durch die Krankenkassen finanziert. Von daher ist diese Arbeit nur möglich, indem wir die Stiftung haben, die für uns das Geld sammelt, damit wir diese Arbeit tun können. Was auch nicht finanziert ist, ist, dass wenn ein Kind verstirbt, dann bleibt eine Familie. Und diese Familie muss weiterleben und muss weiterleben mit der Trauer und mit dem, was geschehen ist. Und sie dann nicht alleine zu lassen, sondern weiter für sie da zu sein, ist ein Teil, der eben nur über Spenden finanziert ist. Für Manuela, Emily und die Besucher ist das Bärenherz Kinderhospiz ein Ort des Friedens und der Erholung. Damit das so bleiben kann, ist die Einrichtung darauf angewiesen, dass Menschen sie auch in Zukunft unterstützen. Emily, du darfst heute den Adventskalender.